Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Innocence. Wir sind völlig überrascht Hugo geworden im letzten Video. Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass da irgendwie noch ein Charaktertausch hier irgendwie stattfindet, dass man da jemand anderen spielt als Amicia. Aber ist jetzt so, ist klasse. Der Hugo hat am Ende des letzten Videos schon festgestellt, dass er vom Rauch hier gut versteckt wird. Das heißt, jetzt müssen wir mal gucken, ob da nicht irgendwo Leute stehen, die... Ja, wo wir den Rauch nutzen müssen. Und da vorne ist zum Beispiel einer. Jetzt sollte ich halt bloß noch wissen, wo ich hin muss. Und wie lange der Rauch hält. Aber ich nehme mal an, darüber. Ich muss einfach mal ausprobieren. Ne? So. Hier jetzt wieder einen Blick werfen. Ah ja, da ist wieder einer. Ist denn das die Richtung, in die wir müssen? Nee, eigentlich nicht, ne? Denk schon, dass wir da lang müssen. Ja. Immer unter so ein Ding drunter. Bis zur nächsten Rauchphase. Muss ich an dem... Und hinter dem jetzt durch gleich, ja. So. Das sind wir mal hier. Das finde ich sehr, sehr cool, dass man jetzt zum Schluss doch nochmal den Charakter wechselt. Ja? Ist jetzt leider nicht allzu schön, dass wir uns überhaupt nicht wehren können. Ja, also... Ich sag mal, selbst Hugo hätte man im Laufe des Spiels irgendwie mal Steinschleuder beibringen können. Aber war ja nicht nötig, war ja immer seine Schwester da, die ihn beschützt hat. So, haben wir jetzt hier eine klitzekleine Stealth-Einlage. Einfach mal so rum schleichen. Nach Möglichkeit nicht entdeckt werden. Der Großinquisitor ist sehr beschäftigt. Beschäftigt? Ich bin der Erzbischof. Ich vertrete den Papst. Monseigneur, die Mission des Großinquisitors ist heilig. Seine Mission wurde nie von der Kirche abgesegnet. Ich sehe hier nichts als Ketzerei und Okkultismus. Und ihr... Ihr alle folgt, ich glaube, er wird sterben. Auf seinem Pfad zur Hölle. Wählt eure Worte mit Bedacht, Exzellenz. Bei eurem Rang solltet ihr achtsamer sein. Das ist Wahnsinn. Ich darf nicht hinhören. Ich muss nur Mama finden. Ja. Jetzt hast du halt hingehört. Ich muss es ja hören, Jungchen. Das weißt du aber nicht. Du weißt gar nicht, dass das ein Spiel ist. Du denkst, dass es Realität ist. Für dich ist es Realität. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. So, okay. Geht nicht. Habe ich mir gedacht. Gehen wir also hier rein. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ob die Mutti... Ob die Mutti tatsächlich hier ist. Ruf sie doch an. Wir werden das. Ja, kurzer Anruf, wo bist du? Aha, die Bushaltestelle, komme ich hin. Super. Das ist natürlich Quatsch. Ich neige zu Spaßen. Türchen? Nicht, habe ich mir gedacht. Okay. Wäre ja auch zu einfach jetzt. Nee, nee, geh mal wieder in die geduckte, ne? Vorsichtshalber. Da ist wieder jemand. Oh nein. Da ist auch wieder jemand. Er darf mich nicht sehen. Ja, ja, er sieht dich doch gar nicht. Alles ist gut. Alles ist fein. Wo geht's denn lang? Wo geht's denn lang? Durch diesen Schrank, nehme ich an. Du hast nicht das Geringste gesehen. Magister, der Text erwähnt eindeutig die Himmelfahrt eines Kindes während der großen justinianischen Pest. Ich wusste es. Die römischen Adligen isolierten ihn von den Menschen und beteten ihn im Geheimen an. Vielleicht ein Vorfahr von Hugo de Hoon. Weiter. Sie sprechen über mich. Okay. Der geht weg. Frage ist er so in das Büchlein vertieft, dass er mich nicht bemerkt? Steht er auf? Was macht der andere? Wo geht er hin? Ich weiß nicht. Geht hier was auf? Vielleicht Türchen oder so? Nee.
Okay. Der andere kommt wieder. Das ist doof. Das ist sehr doof. Wie lange steht denn der jetzt da? Na, ich gehe einfach mal. Ist klar. Nee, oder? Achso, alles klar. Weiß wieder Bescheid. Ja, auch nicht so weit weg. Oh nein, nein, er darf mich nicht sehen. Tut er nicht, alles ist gut. Ich muss mich ducken, hallo. Was? Ich muss mich fassen. Ist das geil. Ach Gott. Aber wenigstens haben wir sehr günstige Speicherpunkte und es lädt auch gerade relativ schnell. Nein, das ist immer besonders nein, nervig, wenn es nicht lädt, wenn du 15 Sekunden Ladebildschirm hast oder so. Die ganz kurzen Ladebildschirme, die brauche ich ja nicht mal wegschneiden. Das ist ja sinnlos. Da 2 Sekunden wegschneiden bringt ja nichts. Magister. Der Text erwähnt eindeutig die Himmelfahrt eines Kindes während der großen Justinianischen Pest. Ich wusste es. Die römischen Adligen isolierten ihn von den Menschen und beteten ihn im Geheimen an. Vielleicht ein Vorfahr von Hugo de Rouen. Weiter. Sie sprechen über mich. Okay, also jetzt folge ich ihm mal direkt. Eine andere Möglichkeit gibt es ja, glaube ich, nicht. Wenn ich ihn zurückkommen lasse, sieht er mich. Das ist die Frage, wo geht denn der hin? Was macht er da? Wenn er das Land vom Biss befreit, okay, gewinnt der Großinquisitor die Bewunderung der Leute und damit beispiellose politische Macht. Die Anwesenheit von Erzbischof Gauthier sagt eine Menge. Der Hof des Papstes ist besorgt. Das was? So eine Arschfick-Scheiße hier. Entschuldigung, die Prima die Ausdrucksweise. Am Rande der ersten Schwelle. Aber es ist ja gut gegangen. Verschlingt sie den verlorenen Träger oder schreitet neben dem, der sie zähmt, Meister oder Sklave. Irgendeiner liest hier oder Chaos. Aber wie können wir sicher sein? Das klingt zumindest, als ob einer vorliest. Der scheint recht in der Nähe zu sein. War das der hier? Ist das nur von der Synchro her so? Na? Okay, alles fein, alles fein, alles fein. Sieht gut aus. Fühle mich sehr wohl hier. Ja. Gut, speichert wieder. Die Texte von Beatrice Schon geil. Sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Wird auch Zeit. Mama! Ja, nu? Wohin? Ich nehme an, da lang. Allerdings wird er mich ja nun sehen. Nicht? So, jetzt ausprobieren. Was war da drüben? Ist etwas? Es wäre doch zu einfach gewesen, nicht wahr? Aber wir sind ja direkt hier. Das ist ja alles super. Die ja? Forschungstexte von Beatrice de Rouen sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Als wäre dann wird sie endlich reden. Genau da. Er hat mich jetzt gesehen. Auch Zeit. Ja, der sieht mich jetzt nicht mehr, ne? Wo ist der andere? Ah, da wo er hingehört, okay. Der dritte? Nichts. Falscher Alarm. Ja, genau. Ist falscher Alarm gewesen. Richtig. So. So. Finde ich auch ganz nett hier. Geht das auf? Nö. Ich muss unter den Tisch, ne? Ich gehe unter den Tisch. Warte, da ist etwas, da bin ich mir sicher. Ist unfassbar. Ja. Das ist Nachsehen, ne? Klasse. Ja, nimm schon ab. Nichts. Zeit weiterzumachen. Hast du auch sehr gründlich nachgesehen. Okay, also da rein, schätze ich mal.
ist ja Gott sei Dank doch relativ schlauchig. Siehst du, Amicia, ich hab Mama gefunden. Womit ich sagen will, absolut schlauchig. In den Keller verlegt. Hier geht's nach unten. Das ist ein Indiz dafür, dass es Richtung Keller geht. Hallo. Ist das schon der Keller hier? Sie ist am Keller, haben Sie gesagt. Ich muss weiter nach unten. Ja, ist Erdgeschoss, ich wollte es gerade sagen. So hübsch waren Keller damals nicht. Glaube ich. Keller. Tür? Nee, aber Richtung scheint diese zu sein. Muss ich nur gucken, ob hier nicht jemand rumschwirrt. Ist auch riesig hier, ne? Jetzt könnte ich mich dir natürlich wieder... neugierig, wie ich bin, überall genauestens umgucken. Aber da es eh nicht Hugos Anliegen ist, hier irgendwelche Sachen aufzusammeln, nehme ich mal an, gehe ich einfach mal in die Richtung, die es mir anzeigt, beziehungsweise die ich mittels Drücken der R3-Taste gezeigt bekomme. Ist aber doch recht düster hier, also ich sehe auch ehrlich gesagt kaum was. Zumindest mal, wenn ich in die dunklen Winkel gehe. Jetzt ist es fast tiefschwarzer Bildschirm. Ist vielleicht doch nicht die richtige Richtung, ne? Also es müsste dann schon besser zu sehen sein, bin ich der Meinung, ne? Aber wir werden es schon finden. Dann müssen wir halt wahrscheinlich weiter nach vorne. Ja, jetzt ist die Richtung nämlich wieder eine andere, die mir gezeigt wird. Nutze ich auch mal den roten Teppich, wie es mir gebührt. Das ist Hugo natürlich gebührt. Hier ist los. Einfach alles so groß. Der Mann, wer ist das? Welcher Mann? Ach, der Mann. Weg da. Ist das der Dings da vorne? Sitzt da jemand? Egal. Ich muss auf jeden Fall in den Keller. Vielleicht hier... Ne, hier sind nicht solche Schränkchen. Dann gehe ich mal an die gegenüberliegende Seite. Aber ich schätze mal, so einfach hier schnurstracks geradeaus drauf zulaufen, ist keine gute Idee. Allerdings geht's hier auch nicht wirklich lang. Okay. Wirklich nicht? Bitte? Vielleicht doch? Nee. Alles klar. Also gut. Ah! Ich das gewusst. Großinquisitor, der Erzbischof ist eingetroffen. Sehr gut. Bringt ihn herein. Jetzt bin ich auch gespannt, wie die sich unterhalten. Vitalis. Was denn, Herr Gucci? Hattet ihr eine angenehme Reise? Spart euch das Geplänkel. Wir sind eurer Spielereien müde, Vitalis. Spielereien, Erzbischof? Können Spielereien die Zukunft der Welt verändern? Hört ihr euch selbst reden? Ihr habt den Verstand verloren. Und das... Mit Verlaub. Es ist wichtig. Wir haben das Blut von Hugo de Rune. Habt ihr es untersucht? Ja, jedoch... Monseigneur, der Junge sollte die erste Schwelle bereits erreicht haben, doch etwas in seinem Blut scheint den Prozess zu verlangsamen. Die Makula ist noch in ihrem Ursprungszustand. Allerlei. Schenkt man den Büchern Glauben, wird mein Blut mit seinem verbunden sein. Erreicht er die nächste Schwelle, so werde ich sie mit ihm erreichen. Fahrt fort. Eieiei, der ist ja schon irgendwie kaputt, ne? Und mal vorher desinfizieren oder so, wenigstens einen Schnaps drüber hier. Habt ihr doch damals auch alles genug gehabt. Genug. Ihr mögt den Märtyrer spielen, aber erlaubt mir, euch die Augen zu öffnen. Ihr seid ein widerwärtiger Ketzer, dem die Macht zu Kopfe steigt. Ich glaube, er wird der gleich sterben. Der Papst sieht in euch eine Gefahr, Vitalis Benevent. Man wird euch exkommunizieren. Man kann einen Menschen exkommunizieren, Erzbischof. Doch kein
vielen Heiligen. Eure Inquisition ist vorbei. Und ein neues Zeitalter bricht an. Eines, in dem Marionetten wie ihr vor mir niederknien und um Vergebung betteln. Der Kreuzmann. Ich glaube, er ist hier. Der Hugo. Ausgezeichnet. Seht nach, ob Beatrice de Rune wieder bei Bewusstsein ist. Er macht okay. mir Angst, aber ich muss ihm folgen. Dann folgen Warum wir ihm halt. Warum fährt sie sich so? Wir haben dasselbe Ziel. Wir bekämpfen auch die Pest. Nur unsere Methoden sind verschieden. Ah, aber ihre sowas Tochter gut. begeht denselben Fehler. Narren. Doch der Bruder, er ist einzigartig. Er begreift vielleicht. Einzigartig? Ich bin einzigartig. Rührt euch! Ad Ignem. Ad Lucem. Also, habt ihr den Großinquisitor gesehen? Ja. Das Blut des Trägers fließt in seinen Adern. Die Beschwörung wird stattfinden. Wunderbar. Das Ende der Pest ist nah. In der Tat. Bleibt aber weiterhin wachsam. Okay, der geht weg. Hoffentlich weit genug. Ich folge ihm direkt. Das ist viel einfacher, als ich dachte, ne? Steht da jemand? Ne, gut. Weiter folgen, direkt. Ein Garten. Der Himmel. Wir können den Himmel sehen. Hallo, Himmel. Senior Nicolas. Glückwunsch zur Gefangennahme des Jungs. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Es funktioniert so nicht, wie ich mir das vorstelle. Er taucht einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Er hat wohl Sinn für Humor. Den wem austreiben wir? Ich weiß jetzt schon, wo er lang geht, deswegen greife ich das jetzt gleich mal vor. Was wird er mit dir machen? Da ist einer, steht einer, das ist doof. An dem komme ich so einfach nicht vorbei. An dem, da komme ich so einfach auch nicht vorbei. Da ist der Dingsbums wieder. Ja. Okay. Ja, beim zweiten Mal sieht man immer, dass es eigentlich kinderleicht ist, ne? Wenn man es denn vorher wüsste, wie man am besten läuft. Aber wie gesagt, dadurch, dass die Ladezeiten ja sehr, sehr kurz sind, zwischen dem entdeckt werden und wieder von vorne anfangen, ist es ja eigentlich ganz moderat hier. Geht ja alles ruckzuck. Oh nein, das ist doof. Woanders lang, schnell! Hauptmann, man hat mir gesagt, der Träger der Makula sei hier. Stimmt das? Das Kind hat sich heute Morgen selbst gestellt. Anscheinend gab es eine Meinungsverschiedenheit mit seiner Schwester. Ah, doch ein Junge. Wie ich bereits sagte, wurde diese Wache verschlungen. Doch nicht vollständig. Ihre Knochen wurden von den Ratten zerkleinert und weggeschafft. Zu welchem Zweck? Um sie in die Materie zu integrieren, die wir überall finden. Etwa ihre Nester? Sie bauen ihre Nester aus unseren Toten? Ganz recht. Und da die Leute sterben wie die Fliegen, werden die Nester am Ende ein riesiges Nest bilden, wenn wir nichts unternehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dann lasst uns beten, dass Vitalis Beschwörungszeremonie tatsächlich stattfindet. Wo ist er? Ohne ihn werde ich Mama nicht finden. Geht's hier lang? Nee, hinten rum? Also ich bilde mir ein, wenn ich hier durchgehe, sieht mich vielleicht niemand. Ja, so allzu hoch ist die KI ja nicht, Gott sei Dank. Dann sollte das ja eigentlich so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Jawollo.
Ah ja, der hat mich fast bemerkt da oben, okay. Aber hatte ich Glück. Ich höre Ratten. Da unten macht einer was? Wer ist das? Ist ein Soldat, oder? Wie ich mal behaupten würde. Ist nur die Frage, was ist hier der beste Weg? Ich gehe jetzt einfach erstmal hier lang. Sag mal, eure neuen Ratten hier. Warum höre ich euch nicht wie die anderen? Ihr habt nichts von ihnen zu befürchten. Er hört sie also so besonders? Die Alchemie haben ihre Instinkte gezügelt. Ganz zu schweigen von der Nahrungsumstellung. Ah, gut. Haarlose Ratten machen also nichts. Bin mir nicht sicher, was das jetzt genau zu bedeuten hat. Liegt das an ihrem Fell? Egal. Hier ist relativ viel Blut am Boden. Ich weiß nicht, soll ich? Ah ja. Mhm. Hey, gut, Kleiner. Gut, fein, fein. Hilf mir. Nein. Hilf mir. Was hat er denn nun schon wieder? Hey, stirb gefälligst leise. Wir arbeiten hier. Mir wäre es lieber, wenn er sich Zeit lässt. Die Ratten mögen Frischfleisch. Verdammt sollt ihr sein. Ihr werdet alle zur Hölle fahren. Ihr ich hab niemanden gesehen. Wer ruft denn? Wer hat denn mich da gerufen? Ist er. Ja, jetzt bin ich drauf geachtet. Du wirst mich jetzt aber nie nochmal verraten, du Hirni. Blödmann. Elender. Oh, hallo. Genießt die Ruhe. Oh je. Euer Tod ist nicht das Ende. Euer Blut wird eine neue Rasse von Engeln nähren. Ach du Scheiße. Sie sollen eure Kinder sein. Ihr habt ja meine Euer Ruhe. Stolz. Das ist schrecklich. Wo muss ich lang? Er wird sich ja sicherlich gleich irgendwie bewegen. Ah! So. Da ist der. Hallo! Nikolaus! Nikolas! Zeig mir, wo Mutti ist. Das Video ist nämlich auch gleich vorbei. Bis dahin hätte ich sie gerne gefunden. Wenn sie ihren Sohn mit einem Messer an der Kehle sieht, wird sie kooperieren. Ja, deswegen komme ich ja extra mit, hä? Damit du das mir in die Kehle... Nee, gar nicht witzig. Da geht's nicht lang, okay. Tür hat er wieder zugemacht. Kann jetzt natürlich sein, die geht diesmal auf. Was ich aber nicht glaube. Niet. Dann müssen wir es irgendwie anderweitig lösen. Nehmen wir das da. Senior Nikolas ist vorbeigekommen. Das wird schmerzhaft für die Drohne. Geschieht ihr recht. So eine gebildete Frau. Sie hätte sich uns anschließen sollen. Sie ist viel zu stur. Aber damit wird unser Folterknecht schon fertig. Sie muss in der Nähe sein. Wir müssen nur aufpassen, dass ich denen nicht zufällig noch vor die Füße renne. Darf ich jetzt eine Tür zugehen hören? Das wird wahrscheinlich hier sein. Ich gehe davon aus, sie ist hinter dieser Tür. Noch 5 Minütchen oder so. 4, 5. Dann sollte es eigentlich hinhauen. Von mir aus auch noch 8. Da ist jemand. Das würde dir nicht gefallen, glaub mir. Hier ist deine Leiche wenigstens noch für unsere Alchemisten von Wert. Du kannst dich glücklich schätzen. Wir können nicht weg. Okay, geht weg. Hey, Kleiner. Was zum Teufel machst du hier ganz allein? Psch, ich muss meine Mama finden. Die Alchemistin? Oh, gute Güte. Du solltest nicht... Ich ja, muss gehen. Ich muss weg, ja. Genau. Wiedersehen, ich glaube nicht. Ich glaube es nicht. Aber er ist ja schön naiv. Moment, was ist denn das? Sah komisch. Sieht immer noch komisch. Das wird schon irgendein Folterinstrument, oder?
Nein, Befestigungsdingensbummens sein. Es ist ein Kerzenständer. Okay, nur ohne Kerzen, deswegen sieht das ungewohnt aus, ne? Magistra Deru. Ja, redet zum letzten Mal werdet ihr meine Fragen beantworten. Moment. Oder seid ihr vielleicht immer noch nicht über das Schicksal eures Gatten hinweg? Nun, unser Folterknecht wird sich um euch kümmern. Ihr werdet eure Stimme im Nu wiederfinden. Oh nein, ihr kommt zurück. Schnell ja, verstecken. Wir haben ja hier extra ein Versteck hingebaut gekriegt. Tschüssi. Also Mutti ist gefunden, das ist ja schon mal gut. Jetzt führe ich aber, glaube ich, noch ein eindringliches Gespräch mit ihr. Was ist denn das da? Ach, die allseits bekannte Kugel, die man ans Bein gelegt kriegt. Mutti, hallo. Mutti? Mama? Ah, Mama. Hugo? Aber Sie haben... Amicia sagte, du bist tot, aber du lebst. Amicia... wollte dich nur beschützen. Mein Liebling. Du musst gehen. Wenn sie dich finden. Nein, ich bleibe bei dir. Oh, Hugo. Haben sie dir Blut abgenommen? Haben sie, ja. Oh mein Gott. Ich finde Blut abnehmen auch scheiße. Mir wird da immer schlecht von. Hör zu. Hugo, wir gehen zusammen. Doch du musst die Schlüssel finden. Sie müssen sie in der Kammer am Ende des Korridors aufbewahren. Kommst du dorthin? Schlüssel. Kammer, gut, Ende des Korridors. Dann los, geh. Gut, gut. Du musst sehr vorsichtig sein. Komm zurück, sobald du die Schlüssel hast. Gut. Finde den Schlüssel zu Beatrice Zelle. Das machen wir im nächsten Video. Denn es ist jetzt ein schöner, spannender Punkt hier, um das Video zu beenden. Die Zeit ist sowieso erreicht. Das heißt, im nächsten Video suchen wir dann nach dem Schlüssel. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, wenn es unbedingt sein muss, einen Daumen nach unten. Ein Kommentar wäre noch super. Freue ich mich besonders drüber, wenn es was zu lesen gibt. Und solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr das nachträglich noch tut. Dann nochmal herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.